Blasen. Kraut. Vasenkraut. Ja. Nee. Vasenkraut. Rupp. Wrupp. Mutierende Javo. Ich wollte sagen, was sind denn Mutierende? Ist das Spanisch? Mutierende? Mutierende. Ravos. Mutierende Javos-Punkte? Ja. Okay, mutierende Javos-Punkte. Jo. Hör doch von deinem Gitterchen. Er hat dir zumindest die Kriecharbeit erspart. Der steckt da fest, oder? Ja. Und jetzt auch nicht mehr. Nö, nachdem du ihn gesprengt hast. Jetzt hat er eine ganz spontane Abnehmung gehabt. Kann ihm auch nicht schaden. Von rechts. Da auf den. Ach, das ist, wenn ein Viech daneben stimmt, hättest du das anschießen können. Wie sind viele Dickerchen? Ja, die haben sie hier so gezüchtet, glaube ich. Das hatte ich nicht bemerkt, das auch. Hallo, Herr. Ja, doch, der hatte ich bemerkt. Gesprengt, gebrutzelt, ey, da macht nichts. Also kann ich ihm nicht vorwerfen, dass er nichts aushalten würde. Nee, die Speckschicht ist gut. Er ist nur nicht sonderlich intelligent. Er macht mir Türen auf. Fang ist ja immer noch nicht kaputt, ich höre immer noch da. Was, aber. Du hast nur noch das Brutzeln. Da ist, glaube ich, auch noch was. Ja. Genau, erstmal in aller Ruhe umgucken. Die haben gesagt, ich soll das Ganze durchsuchen. Hier ist meine Aufgabe. Ach so, ja dann. Da bist du ja gekommen. Aber. Da hast du schon durchsucht. Aber wenn es deine Aufgabe ist, zu durchsuchen, klar, dann. Durchsuche. Tagesordnungspunkt 1. Schlüssel finden. Schlüssel, wo könnte er sein?
zufällig bei dem Wissenschaftler, der hier noch rumliegt. Ach. Never ever. Sie haben doch nichts dagegen. Jetzt bin ich zum Staff zugehörig. Eben. Sonst hättest du ja keinen Schlüssel. Ja. Ich würde sagen, dreh dich um und lauf. Ja. Gerade in der Ecke stand da noch eine Tür. Ja, da, hier ist eine Tür. Ich. Nee, weiter in die Ecke, weiter in die Ecke. Ah, da. Okay, das war unfair. Da kam ich auch nicht mehr flott genug zu, dann Viereck zu drücken. Jetzt tu nicht so, als ob das noch sinnvoll gewesen wäre. Sie wollte zumindest alles so lange hinauszögern, dass du noch siehst, dass du das Vieh doch noch in die Luft gejagt hast. Das ist so nach Mr. Watt. Okay, nicht den Ausweichenknopf drücken, aber einfach sich an die Wand drücken. Geht auch. Nicht, dass ich es gesehen hätte, aber... Sollen die mal versuchen, Ada zu folgen? Das hat wohl gerade jemand benutzt. Richtig, ja. Leon. Und irgendjemand hat Ada jetzt auch mal wieder ein Verkistchen hingestellt. War bestimmt auch Leon. Der hat sie gedacht, Ada kommt hier bestimmt gleich durch. Total. Sie wissen nicht mal, ob Ada im Land ist. Sie kommt hier durch, das kann ich spüren. Das erklärt, warum ich immer so wenig Munition hatte. Ich lasse Ada besser ein bisschen Munition da. Sie braucht die dringender als ich. Eliminieren Sie alle Feinde. Da ist wohl ein waren zwei schon da. Dieser einer ist weg. Oh, da. Das ging natürlich daneben. Thank you.
weitere. Die beiden? Und dann die roten Pfeile. Ah, ja, ich sehe es. Das heißt, es sind noch zwei. Kann ja sein, dass noch mal einer schlüpft. Da kommt er. Ei! Oh, du hast beide bedeckt. Ja, schon gerade schön zusammen, als das Ding hochging. Jetzt wieder. Steht, als würde sie das in keinster Weise interessieren. Es sieht sie wahrscheinlich auch relativ wenig. Dafür hat sein Kollege gesorgt. Da war wieder das Phänomen von heute. In dem Moment, wo du schießt, den gehst schon zur Seite. Wie viele von denen gibt es noch? Also bisher scheint das der letzte zu sein, Ada. Nee, da schwitzt gerade einer. Ja. Auch wieder so ein Zufallstreffer. Der war trotzdem gut. Es scheinen keine mehr zu kommen, zumindest wird nichts mehr angezeigt. Ja. Nee, also die Animation kannte ich aber auch noch nicht. Ich hatte halt jetzt gerade echt unglaubliches Glück. Aber die Animation war echt schön. Jo. Ich kann dir sagen, wie es passiert ist.
Ja. Ich habe gezielt und zeitgleich R1 für Schießen gedrückt. Aha. Dementsprechend kam in dem Moment R1 für Ausweichen. Okay. Ja. Wie war das mit dem Seitewechsel? Linken Stick drücken. Oder rechten Stick drücken, einen von beiden. Aber wahrscheinlich den, den ich gerade nicht brauche. Nee, rechten. Das sieht schon mal besser aus als nur eins. Ach ja. Sieh dir das Video an, das Leon sich schon angeguckt hat. Ich hoffe, Leon hat das Video zurückgespult. Nein. Ach, das kann ich auch selbst. Leon ist zu cool, um Videos zurückzuspulen. Das ist moderner. Das kann ich einfach auf Start drücken. Ah. So bin ich vorhin auch aus dem Taucheranzug gekommen, sagt sie jetzt. Ich wollte gerade sagen, also die Szene hatten wir gerade schon mal, nur mit dem Taucheranzug und weniger glitschig. Sieht aus wie ich. Kein Wunder, dass Leon verwirrt ist. Gefällt es Ihnen? Ja, es war sehr... aufschlussreich. Was meinen Sie? Liege ich falsch oder sind das nicht Sie auf diesem Band, Ada? Sie stecken hinter Neo Umbrella. Ich... weiß nicht, wovon Sie sprechen. Simmons würde sich niemals in die Karten schauen lassen. Er und seine Familie wollen nur eins. Das System stabilisieren und erhalten, das sie geschaffen haben. Aber sie wollen es zerstören. Und die Welt wird ihnen die Schuld geben. Sie will ein Spiel. Sie bekommt es. Mit der echten Ada Wong. Ich hoffe, du gehst freiwillig. Simmons. Ada Wong. Ada. Sparen wir uns die Floskeln und kommen zum Punkt. Die nette Doppelgängerin, die sie erschaffen haben, hat mir erzählt, dass sie die Welt zerstören will. Was? Das Rennen hat begonnen. Du rennst noch gar nicht. Ich wundere mich, wie schnell da die 2 Minuten gerade schon hochgegangen sind. Ja, die haben die Wählzeit weggelassen. Mm-hmm. Und Kapitel 2! Yay! Uhu! So, dass ich Kai jetzt nicht unbedingt hier aufdecke. Gegenmaßnahmen, nicht Gegnermaßnahmen. Gegenmaßnahmen, Gegnermassen. Massengegenmaßnahmen. Massenhafte Gegnermaßnahmen. Zur Gegnerbeschaffung. Ja, kauf die Fähigkeit. Du kannst deine Schusswaffen mit verstärken. Sure. Mm-mm.
brauche ich nicht, kriege ich auch so. Das bräuchte ich. Wilde Ballerei, ja. Das ist voll deins. Ja, total. Genau das mache ich jetzt. Ey, das Partner. Wunderbar. Genau, ich sag meinem Partner, er soll mich nicht heilen. Ja, deshalb kostet die auch nur 100 Punkte. Seite von diesen, hey, ich mach's mir unnötig schwer, Fähigkeiten. Ach so, Fuchs hat er ihre Handcreme hingestellt. Ich habe mich jetzt schon gefragt, warum da eine Capri-Sonne steht. Ah, okay. Komm. Ich hab die Punkte ja noch. Eben. Jetzt kann ich nichts mehr machen. Du könntest noch einstellen, dass dein Partner dir nicht hilft. Nee. Das wäre total blöd. Ja. Die helfen mir ja eh schon nicht. Vielleicht fangen sie dann an, dir zu helfen. Da merke ich dann ja nichts von, weil die Fähigkeit greift. Ach so, haha. Vajib. HQ hier, Alpha Leader. Wo befindet sich Ada Wong? Hier HQ, wir haben die Position für Sie. Ich wollte gerade sagen, über euch. Vermutlich. So wie Ada das halt macht. Ich wiederhole, Ada Wong bewegt sich nach Süden zum Hafen. Sie machen eine Party für mich. Und ich bin noch nicht mal da. Sie machen eine Party für dich und du bist nicht eingeladen. Him, die haben die falsche Ada eingeladen. R3 ist auch noch heranzoomen. Ich wollte sagen, irgendwie ging auch so zoomen noch. Ja. Ist kuschelig warm hier. Oh ja, das glaube ich. Wer poltert da gegen die Tür? Hört auf, meine Tür anzugreifen. Die wehrt sich. Sonst. Eben, die kann klingeln. Kann sie. Oh ja. Fußmassagen. Vermutlich. $88? Ja, müssten aber Hongkong-Dollar oder sowas dann sein. Ja. Fuchs, ich bin zur Party eingeladen. Die schmeißen eine Party für mich und ich bin nicht eingeladen. Würdest du auch eine Fußmassage für 88 Hongkong-Dollar haben wollen? Ich weiß nicht, wie viel Hongkong-Dollar in Euro umgerechnet sind. Also ich gehe da stark davon aus, dass es sehr viel weniger Euro sind. Was denn? Ich wollte gerade fragen, Fuchs, wollen wir eine Party schmeißen? Eben, ja, Fuchs natürlich. Bringt das Partyessen raus. Ich wollte gerade sagen, diese Folge ist nicht gesponsert, aber ihr wisst ja gar nicht, was wir essen. Nee, dafür müsstest du eine Cam anmachen. Wir können es auch sagen, aber...
Und die Kamera müsste hier irgendwo liegen, also das ist nicht das Problem. Obwohl, das ist, ich habe den Laptop drauf gehabt, der hat ja auch eine Kamera. Aber nein, wir essen jetzt Zeug. Ich vermute, das ist mit Banane? Ach, Kirschbanane. Und was ist das für Kai gerade? Das ist Erdnuss, jetzt sehe ich es auch. Ja, ja. Einmal tiefen Atemzug nehmen. Naja, es riecht schon gut. Riecht schon gut nach fettgebackenem, absolut nicht sättigenden, aber viel zu kalorisch, hochkalorischem Zeug. Ja, das andere sehe ich als Schokolade. Ja. Einfach mit einem Loch drin. Ja. Und dann habe ich was mit einem Smiley, von dem ich nicht weiß, was drin sein könnte. Ich habe jetzt ehrlich gesagt auch vergessen, welche Füllung das war. Ja, dann, Yoshi, nimm dir einen, beiß rein. Yoshi opfert sich jetzt und isst den Smiley. Da haben sie reingespritzt, das sehe ich. Das freut mich. Eier ist auch dem Ding, das habe ich viel was? Karamell? Bisher ist es Teig und Zuckerguss. Du solltest da nicht über den Panda drüber hüpfen. Nicht. Nein. Das machst du sehr gut, ohne dass sich der Panda dabei bewegt. Mhm. Könnte Karamell sein. Gut. Also noch viel mehr Zucker. Ja, wenn schon Zucker, dann mit Zucker. Kennt man doch auch von dem süßen Nachtisch, den es da so gerne in den wärmeren Regionen gibt. Was denn? Zuckerkringelgeteig mit Honig überbacken und... Ja, oder Blätterteig mit Nussfüllung, die mit Zucker zusammengehalten wird, das in Honig eingewälzt, dann nochmal karamellisiert und nochmal mit Honig bepinselt. Jungs, ihr hättet auch schon viel früher reagieren können. Ach nee, besser nicht. Nicht segeln! Nicht segeln, genau. Bist du schon wieder bei deinem Segeln angekommen? Ich hätte auch sagen können, ich sehe ganz, aber... Ich sehe keins! Ich glaube, er hat sich wirklich selber beleidigt. So, die läuft auf A dazu, sieht, dass sie es zum Schlag ausholen. Und dann weiß ich, sie hätten nicht auf sie zulaufen müssen. Ich sehe ganz! Die sehen aus wie die Soldaten, die im U-Boot waren. Gut ausgerichtet. Der steckt schon im Arm drin. Schrei das nicht so laut, sonst kommen gleich die Amis. Sind wir nicht gerade in der... Nee, wir sind die Amis. Oh, oh. Wir sind, ja klar, das ist klar. Wir sind wegen des Öls da. Ich sehe ganz. Das ist jetzt jedes Mal, wenn was Dummes passiert, wenn ich was Dummes mache. Ist das muss ich mir merken. Mal sehen, wie lange du dir das merkst. Genau, so lange, wie ich mir schon andere Sachen gemerkt habe, wie ich beim Display gesagt habe, die ich mir merken will. Und dann beim Monate, Jahre später beim Bearbeiten kommt das dann wieder. Ach ja, richtig, da war was. Was war das? Zwiebelkuchen? Ja, Zwiebelkuchen. Okay. Muss ich mir wieder was Neues für ausdenken, das kann ich ja nicht weiterverwenden. Wo ich das so schnell wieder aufgegeben habe. Hat kein ganzes Spiel gehalten. Nein, nein. Ich wollte gerade sagen, läuft mir da einer hinterher? Ja, jetzt nicht mehr. Es könnte häufiger mal vorkommen, dass wer eh da hinterherläuft, also. Leon zum Beispiel. Ich hätte gern das Nachtleben hier genossen. Hier ist kein Nachtleben! Hier ist Nachtunleben. So in etwa, ja.